when I'm meditating, while I'm waiting to be fading into another world to be another place, because this is too horrible, like in hell to me, this world is only what you want. Hallo Leute, ich habe schon länger kein Video mehr gemacht, weil ich hier die ganze Zeit am Rumräumen und Rumstellen bin und alles jetzt nochmal neu sortiere, mich selber neu sortiere und ja, aber es ist auf jeden Fall ein guter Prozess, der gerade stattfindet und ja, und ich habe mir auch nochmal mehr Gedanken gemacht zu dem Thema, was für Menschen jetzt hier sind, warum die kommen und so weiter, warum es jetzt, was jetzt gerade da auch in Syrien passiert oder auch was mit dem Islam passiert, ne? Weil wir leben ja in einer Zeit, in der Frauen sich immer mehr emanzipieren. Und Emanzipation für Frauen heißt natürlich auch Emanzipation für muslimische Frauen. Und wer weiß, ja, ich meine, diese Frauen, die in Syrien sich entschieden haben, für ihr Land zu kämpfen, sind sicherlich, sollte das nicht nur Propaganda sein, sind diese Frauen sicherlich sehr mutig. Und wer weiß, vielleicht haben ja auch einige etwas altmodische Syrer dann die Nase voll gehabt, weil die Frauen gesagt haben, nö, jetzt gibt es keinen Sex mehr, solange bis ihr gegen den IS kämpft und euch wehrt oder wie auch immer. Und sind deswegen zu uns gekommen. Vielleicht kommen deswegen so viele Männer zu uns. Aber nein, das ist eigentlich auch eher nur ein Scherz. Die Sache ist ja eigentlich eher, dass die Männer, die hierher kommen, ja überhaupt gar nicht wissen, wie wir drauf sind. Ja, und dass die Religion, also der Islam, auch teilweise gar nicht mehr so originalgetreu ist, also und auch viele radikale Ansichten dabei sind, genauso wie in unserem Christentum, das ja genauso wenig dem Original gleicht. Und als ich darüber so nachgedacht habe, kam ich dann auf die Idee, dass eigentlich dass die Wahrheit am besten zu finden ist, wenn man eben ja, die urkeltische religiöse Ansicht verbindet mit dem Christentum und dass diese Verbindung im Prinzip dann auch zu Hinduismus wird. Weil, ich sag mal so, in unserer christlichen Ansicht ist es meist so, dass die Frau keine große Rolle spielt, zumindest nicht in den Legenden. Oder sie wird zumindest wesentlich eher als negativ dargestellt, als positiv. Es gibt nicht so viele Beschreibungen von weiblichen Heiligen wie männlichen, zumindest stehen die nicht so im Vordergrund. Das mag verschiedene Gründe haben, aber es hat auch den Grund, dass eben auch die Sexualität im Christentum sehr verteufelt wird, was sicherlich laut dem Hinduismus auch zu bestätigen ist, weil wenn man auf die Sinne nach außen gerichtet, auf Sinnlichkeit eben sich richtet, dann ist das mit Sicherheit nicht der geistigen, meditativen Weiterentwicklung zuträglich und wird erschwert deswegen auch natürlich die geistige Fortentwicklung, weil man sich eben ablenken lässt dadurch. Allerdings kann man natürlich auch durch die bewusste Verbindung mit der Frau, wie zum Beispiel im Tantra, in der Lehre des Tantra, die ja auch zur Erleuchtung führen kann, die Original-Tantra-Lehre wohlgemerkt, die ja kaum noch gelehrt wird. Es gibt, glaube ich, kaum, wenn überhaupt, noch ein oder zwei wirkliche Tantra-Lehrer auf der Erde, die selbst erleuchtet sind und das auch weitergeben können, so wie es eigentlich gedacht war. Das hat halt mit Sexualität, also mit Sinnlichkeit in dem Sinne, Sexualität sehr wenig zu tun, weil es geht ja dabei dann nur noch um das Unsinnliche, also nicht Unsinn, sondern um das Unsinnliche, also dass man eben nicht nach einem Sinnesverlangen nachgeht, einem Sinnesverlangen nachgeht oder Sklave von diesem Verlangen ist, sondern eben genau das Gegenteil. Man soll vorher, bevor man anfängt, eben tantrischen Sex auszuleben, muss man sich eigentlich von seinem Verlangen komplett distanzieren, indem man sich loslöst von dieser Identifikation mit seinem Geschlecht und mit seinem Sex und von seinem Körper
und sich nur noch auf die geistige Ebene und auf Gott konzentriert, beziehungsweise auch auf die göttliche Mutter. Und dann kann man erst sich lösen von diesen ganzen Dingen, auch die man über Sex beigebracht hat und bekommen hat. Und wenn man die eben wie, im Prinzip wie, als wäre man neu geboren, dann diese Erfahrung macht und ohne dabei sich an die äußeren Reize festzuklammern, dann kann man eben Ekstase erleben in der Vereinigung mit der Frau, aber das geht halt nur, wenn beide Seiten das auch gleichermaßen können. Das bedeutet halt, dass man auch eben Sex nicht mehr hat, um eben diese Reibung zu erzeugen, die wir so gewöhnt sind, die dann immer heißer wird und dann zum Höhepunkt führt, ja, zur Explosion, sondern eben genau das zu vermeiden. Und zwar keine Reibung, kein Höhepunkt, bloß die Verbundenheit. Und dann spüren, wahrnehmen und das Bewusstsein sich entwickeln lassen. Und das ist Meisterklasse. Und deswegen sage ich ja, es gibt kaum, wenn überhaupt, kaum Meister, die das überhaupt können. Auch die erleuchtet sind und tatsächlich das beherrschen. Ja, wo wir gerade bei irgendwie Frühjahrsmüdigkeit, wo wir gerade bei verpönten Themen sind, ja, das ist genau das Ding, ne? Die Sexualität im Islam ist halt auch überhaupt nicht befreit und die Frauen haben sich auch noch nicht ganz befreit und ich denke mal, das ist halt auch ein Prozess und das ist auch gut, dass die ganzen Leute jetzt hier sind. Von da, weil die was anderes kennenlernen und wir was anderes kennenlernen, weil wir sind auch total festgefahren in unserem oberflächlichen Film, den wir hier fahren. Und auch überhaupt, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, wächst die Welt einfach mehr zusammen. Und das ist auch gut so. Und dadurch, dass die Welt mehr zusammenwächst, haben wir auch eine neue Chance, miteinander umgehen zu lernen. Jetzt. Als ja, und auf der anderen Seite ist es halt so, wenn wir noch weiter in den Hass reingehen, dann können wir auf jeden Fall noch in diesem Jahr in Deutschland einen Bürgerkrieg erwarten. Ich weiß, dass die Massenmedien wieder auch noch weiter darauf hetzen, mit Russland in den Krieg zu gehen. Das wäre dann der Dritte Weltkrieg, der auch uns dieses Jahr noch erwarten könnte. Aber vorausgesetzt, dass wir eben unseren Kopf klar halten und eben diese ganze Scheißpropaganda weiterhin zerbrechen, haben die eigentlich sehr wenige Chancen. Wenn sie es doch machen, werden sie es so oder so bereuen. Und die Frage ist halt auch nochmal, haben die überhaupt genau die Ressourcen? Können die ihre Drohungen wahr machen? Funktionieren die Waffen überhaupt, die sie haben? Und wenn sie funktionieren, haben sie überhaupt genug Geld für Munition? Es wird auf jeden Fall eine interessante Sache. Und ich denke mal, ja, sie haben weniger Chancen als viele Menschen, die in der Angst leben, noch glauben. Und wenn wir sie nicht weiter darin unterstützen, diese Ziele zu erreichen, dann werden sie es wahrscheinlich auch nicht schaffen, weil es ist nämlich nur wieder der letzte verzweifelte Versuch von einer gewissen Elite, ihre Macht zu behalten für immer, was aber nicht funktionieren wird. Auch wenn sie es sogar denken, weil sie äußerlich gesiegt haben, würden sie auf der geistigen Ebene dennoch verlieren. Und das ist ihnen auch schmerzlich bewusst, was auch aber dazu führt, dass sie eben noch mehr in den Hass aus Verzweiflung hineingehen. Gut zu sehen ist das halt an den neu sich selbst ernannten Nazis, die überall rumrennen. Ich habe schon zwei Drohungen gekriegt, ja. Solche Sachen halt, wie zum Beispiel, du wirst zur Zwangsarbeit verdonnert im Steinbruch. Und wenn die AfD übernimmt, dann sieht es hier bald anders aus. Blablabla. Ja, so ist das halt. Vor allen Dingen im Westerwald, ne? Wo die Leute eben im Hinterwald leben und noch überhaupt nicht mitbekommen haben, dass der Westerwald nicht die ganze Erde ist. Und vor allen Dingen auch nicht Chef von der Welt. Oder so.
Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wenn euch meine Videos gefallen haben, abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen nach oben und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ciao.